Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans. Mein Name ist Arno Meyer. Wir melden uns heute live aus der Eishalle in Kapfenberg. Die Kapfenberger Kängurus empfangen heute den ATC Graz im ersten Halbfinalspiel der Elite-Liga-Meisterschaft 2017-18. Parallel übrigens findet in Frohnleiten heute die zweite Halbfinalbegegnung statt zwischen den Panthers Frohnleiten und den Graz 99ers. Die Kapfenberger, sie sind heute natürlich klarer Favorit. Bisher haben sie ja in dieser Saison noch kein Spiel verloren. Aber der ATC Graz glaubt an seine Chancen und möchte den Kapfenbergern heute einen harten Kampf bieten. Kapfenberger in den weißen Dressen. Von links nach rechts. Der ATC Graz, wie üblich, in den blauen Dressen. Gerade am Puck, Sie haben ihn vielleicht gesehen, heute zurück. Rechtzeitig zum Halbfinale. Oliver Zierngast, der Torhüter, der sich ja schwer verletzt hat vor einigen Wochen am Knie. Lieber Oliver, wir freuen uns, dass du heute wieder dabei bist. Aus der Sicht der Gäste, aus der Sicht der Grazer heute. Matthias Iberer, der Head Coach, muss seinen Bruder, Martin Iberer, der Head Coach, muss seinen Bruder Matthias heute vorgeben. Auch Hannes Erlacher heute nicht dabei. Zwei Stützen der Grazer sind heute beruflich verhindert. Und auch Cory Krenz immer noch nicht dabei. Er hat sich ja vor langer Zeit den Arm gebrochen. Auf der anderen Seite kann Head Coach Gerhard Buschnick auf den vollen Kader zurückgreifen. Spiel ist unterbrochen. Überraschung heute bei den Grazern im Tor ist heute der Mann mit der Nummer 1, Tobias Ziertek. Ich glaube, das ist sogar heute von Tobias die erste Partie in dieser Saison. Das heißt, dass Martin Iberer heute seinen Einser-Goalie Florian Zeugswetter auf der Bank hat. Ich habe vor der Partie mit Martin Iberer gesprochen. Er setzt ihn heute quasi als Joker ein, Tobias Ziertek. Florian an der Scheibe, Schuss von der linken Seite von Alban Schuler, dem lange Zeit in Kapfenberg zu Hause auf dem Eis. Alban Schuler und Jonas Schuler in den Reihen des ATC Graz. Die beiden Brüder vom bekanntesten, ihren Bruder David Schuler, Sie kennen ihn, vielfacher internationaler Spieler, lange Jahre in Kapfenberg verbracht, viele Meistertitel errungen mit dem KC Graz, mit dem KC. Derler zu Stühlinger, Puck hineingedammt, gut gemacht, der Kapfenberger, sie spielen auf das Hybrid-Icing, das kennen wir schon in dieser Saison und 2 Minuten angezeigt. Zwei Minuten wegen hohen Stock. Warten wir ab, wer kommt auf die Strafbank? Kapitän ist es, der Kapitän mit der Nummer 19, Pirmin Riedmann. Damit erstes Powerplay
für die Kängurus aus Kapfenberg, für die Heimmannschaft. Kapfenberger bekannt für gutes Powerplay, sehr gute Powerplay-Statistik, ein Percentage von knapp 30%. Pass kommt zu Draschkowitz. Guter Pass bzw. Schussversuch von Grüneis. Grüneis lauert auf der rechten Seite. Schuss von der blauen Linie. Schuss kam von Julian Stühlinger, dem älteren Bruder von Adrian Stühlinger. Adrian Stühlinger, Trost. Adrian Stühlinger, wir kennen das Powerplay der Kapfenberger. Sie versuchen den Puck immer in kürzester Zeit vor das Tor zu bringen, auch mit flachen Schüssen. Pucks werden oft abgefälscht. Hoppel, gut gespielt, tolle Aktion der Kapfenberger. Tic-Tac-Toe gespielt im Powerplay. Erste gute Chance für die Kapfenberger im Powerplay. Noch 30 Sekunden ist der Kapitän Pirmin Riedmann in der Kühlbox. Am Bulli Patrick Bolterle. Grazer können sich befreien. Guter Haken. Immer noch. Puck ist heiß. Aber die Grazer befreien sich. Schosse kam von der Nummer 21 von Winkler. Travagna. Riedmann. Wieder auf dem Eis, beide Mannschaften wieder komplett mit 5 Feldspielern auf dem Eis. Gut gespielt, toller Schuss, aber knapp vorbei. Tolles Zuspiel von Riedmann auf die Nummer 11, auf Simon Dreimann. Travagna verliert die Scheibe, ich glaube gegen Nikola Mörtl. Mörtl. Auf die Nummer 81, auf Brentner, Manuel. Tolle Aktion der Grazer. Chance vor dem Tor durch Bernhard Strohmeier. Draschkowitz im Vorcheck. Draschkowitz an der Scheibe. Draschkowitz. Pass auf Julian Stühlinger und gute Abwehr von Tobias Sirtek. Keine Probleme mit dem Schuss von Stühlinger Julian. Spiel ist unterbrochen. Martin Iberer hat mir vor dem Spiel verraten, seine Mannschaft, er musste sie nicht motivieren. Sie wissen, um was es geht. Die Mannschaft hat auch übrigens auf den Faschingsdienstag verzichtet, eine Trainingseinheit eingeschoben. Im Gegenzug haben sie natürlich auch die Kapfenberger top vorbereitet. Am Donnerstag haben sie gegen den Drittplatzierten
dem HDD Jesenice gespielt. Drittplatzierter in der AHL, der Alps Hockey League. Nur knapp verloren mit 7:4. Speziell im zweiten und dritten Spieldrittel sind sie mit dem Tempo von Jesenice sehr gut mitgegangen. Stritzel. Thomas Koller. Schuss von der blauen Linie, kam vom Lukas Winkler, aber zu hoch geschossen. Keine Probleme für Tobias Sirtek. Stritzel bringt die Scheibe nicht hinaus. Fehlpass von Wassermann. Wassermann Matthias. Gute Abwehr von Sirtek, der sich heute schon einige Male auszeichnen kann. Raschkowitz am Pulli gegen die Nummer 11, drei Mann, Grazer gewinnen das Pulli, Riedmann und 2 Minuten angezeigt. Foul gegen die Nummer 21, Marco Hirschberger. Auf die Strafbank kommt die Nummer 27, Stefan Derler wegen Halten. Erstes Powerplay für den ATC Graz. Auch die Powerplay Percentage der Grazer mit 20%, nicht schlecht. Freimann vor dem Tor lauert Hirschberger, der schnelle Marco Hirschberger. Puck von Nino Jus abgefälscht über das Tor ins Netz, damit Spiel unterbrochen. Grüneis auf die Seiten der Kapfenberger und Manuel Brentner am Bulli. Grüneis gewinnt das Face-Off. Dreimann. Direkt Schuss von der blauen Linie, von der Nummer 72. Nino Jus. Sind gut aufgestellt, die Grazer. Lassen die Scheibe sehr gut laufen. Freimann, gut gespielt zur rechten Seite, aber zu hastig geschossen von Nino Jus. Noch 50 Sekunden zu spielen im Powerplay für die Grazer.
Mörtel. Nummer 73, Jonas Schuler. Aber der Schuss vom Mörtel abgefälscht und Grüneis mit einem Konterversuch. Aber gut aufgepasst von Siertel und Grüneis. Ohne zu stoppen, vermute ich. Ich lege es Ihnen mal nahe, dass er versucht hat, den Puck zu bekommen, aber fährt in Siertek hinein. Keine tolle Aktion. Wir zoomen weg. Ich bitte meinen Kameramann, dass wir hier ausblenden. Szene hat nicht sehr schön ausgesehen, liebe Eishockey-Fans. Bin jetzt neugierig, wie die beiden Head-Referees entscheiden werden. Dieses Spiel wird ja von 4 Referees geleitet. 2 Head-Schiedsrichter. Übrigens, Tobias Siertek liegt immer noch auf dem Eis, regungslos. Ich glaube nicht, dass Grüneis die Absicht hatte, Tobias Siertek zu verletzen. Aber dennoch, man muss es einfach sagen, ist er in Siertek hineingefahren. Ich sehe auch, dass er die Strafbank verlassen muss. Sie sehen, Gerhard Buschnick, der Head Coach der Kapfenberger, nicht zufrieden mit dieser Entscheidung im Gespräch mit Head-Schiedsrichter Gerhard Sporer. Michael Grüneis, wir kennen ihn, an und für sich ein fairer Sportsmann. Zeugswetter wärmt sich auf und Tobias Siertek verlässt das Eis. Dürfte sich schwerer verletzt haben an der Schulter. Sie hören es im Hintergrund. Michael Grüneis erhält eine 5 Minuten Strafe plus eine Spieldauerdisziplinarstrafe. Ich glaube wegen unerlaubter Körperangriff. Florian Zeugswetter wärmt sich auf. Damit wird das Spiel fortgesetzt. 3 Sekunden, die Kapfenberger mit 3 Feldspielern auf dem Eis. Und nach 3 Sekunden kommt Stefan Derler wieder zurück. Und dann sind die Kapfenberger zumindest für 5 Minuten mit 4 gegen 5 Feldspielern in Unterzahl. Wir hoffen, dass Tobias Siertek nichts Schlimmeres passiert ist. Am Bulli machen sich bereit für die Grazer Manuel Brentner und für die Kapfenberger Lukas Draschkowitz, der Kapitän.
So, 3 gegen 1 Situation für die Kapfenberger. Gut aufgepasst von den Grazern. Fünf gegen vier Überzahlspiel für den ATC Graz. Noch 8 Minuten zu spielen im ersten Spieldrittel, in der ersten Halbfinalbegegnung zwischen den Kängurus aus Kapfenberg und dem ATC Graz. Ich freue mich, dass Sie live dabei sind, liebe Eishockey-Fans, wie immer bei STE, HV TV, Powerball Platin TV, auf unseren Facebook-Seiten und natürlich auch auf YouTube das Spiel live zu sehen. Prost, gewinnt das Bulli zu Cravagna. 2 Minuten Strafe angezeigt für die Grazer. Und zwar kommt in die Kühlbox der Mann mit der Nummer 57, Bernhard Strohmeier, wegen Beinstellens. Damit beide Mannschaften jetzt mit 4 Feldspielern auf dem Eis. Schuler, der jüngere der beiden Brüder, Alban Schuler mit der Nummer 66. Mörtel bringt die Scheibe tief. Daschkowitz. Gut aufgepasst von Schuler. Jetzt Schuss von der Nummer 77, Matthias Florian. Nachdem die Kapfenberger die Scheibe an der blauen Linie verloren hat. Und Oliver Zierngeist, der Goalie der Kapfenberger, beschwert sich bei seinen Vorderleuten. Simon Dreimann, heute auffallender Spieler bei den Grazern, gefällt mir gut. Scheibe tief gedammt, aber keiner fährt nach. Erneut die Scheibe tief geschossen und Spiel ist unterbrochen, Eisingentscheidung. Noch etwas mehr als 6 Minuten zu spielen, liebe Eishockey-Freunde. Hier in der Eishalle in Kapfenberg. In der ersten Halbfinalbegegnung zwischen den Kängurus und dem ATC Graz. Das Halbfinale wird ja übrigens in einer Best-of-5-Serie gespielt. Das heißt, die Mannschaft, die das erste, die 3 Spiele gewinnt, kommt ins Finale. Die nächste Begegnung findet übrigens am Dienstag, am 20. Februar, wieder hier in Kapfenberg statt. Dann das dritte Spiel am 24. Februar in der Merkur-Eis-Arena in Graz-Liebenau. Weitere Spieltermine wären dann am Dienstag, am 27. erneut in Graz und sollte ein 5. Spiel notwendig sein, findet das am 3. März wiederum hier in Kapfenberg statt.
Jonas Schuler. Grazer wieder mit 5 gegen 4 Feldspielern auf dem Eis. Nach wie vor läuft die 5 Minuten Strafe von Grüneis. Noch genau eine Minute. Habe ich schon erwähnt, die Grazer heuer ebenfalls mit einem guten Powerplay-Spiel in dieser Saison. Percentage 20%, das ist ein guter Wert. Nummer 73 hinter dem Tor, Jonas Schuler vor dem Tor. Lauert Strohmeier, der hier fast zur Scheibe gekommen wäre. Alban Schuler, Kapfenberger können sich für befreien. Powerplay geht noch 20 Sekunden. Jonas Schuler, Manuel Brentner bringt die Scheibe tief. Scheibe wurde hinter dem Tor gestoppt von Oliver Zierngast. Hoppe, Hoppe mit einem Power-Drive-Versuch. Kommt fast durch, aber gut aufgepasst von Florian Zeugswetter. Liebe eisige Freunde, wenn Sie später zugeschalten haben, jetzt im Tor Florian Zeugswetter, nachdem sich nach 12 Minuten nach einem Zusammenstoß zwischen Grüneis und Tobias Ziertek verletzt hat, musste das Eis verlassen. Wir hoffen, dass Tobias Ziertek nichts Schlimmeres passiert ist. So, die Kapfenberger wieder komplett, beide Mannschaften mit 5 Feldspielern auf dem Eis. Nach wie vor Spielstand 0:0. Scheibe auf Birmin Riedmann, den Kapitän Riedmann, trifft aber nur den Schoner von Schauerhofer. Gute Aktion aber von den Grazern. Zuspiel kam von Jan Arik Meierhofer. Scheibe hinter dem Tor gestoppt von Oliver Zierngast. Strohmeier. Noch 2,5 Minuten zu spielen im ersten Spieldrittel. Ich habe schon gesagt, nach wie vor Spielstand 0:0. Der Favorit, die Heimmannschaft, die Kapfenberger, tun sich etwas schwer. Sind vielleicht überrascht von den Grazern, die sich heute nicht zurückziehen. Früh attackieren. So wie auch hier, gut an der blauen Linie von Simon Dreimann. Strohmeier. Jetzt aber Bolterle mit einem tollen Lauf, Bolterle, tolle Aktion von der Nummer 89, Patrick Bolterle, tankt sich rechts durch mit einem Powerdrive, aber Florian Zeugswetter zur Stelle. Noch 2 Minuten zu spielen im ersten Spieldrittel. Raschkowitz, Hoppel, Puck kommt nicht an zu Raschkowitz, Grazer können sich befreien und auch hier Vorcheck von Alban Schuler,
zwingt die Kapfenberger zu einem Bulli. Oliver Zierngast muss die Scheibe stoppen. Alban Schuler und sein Bruder Jonas Schuler jetzt zusammen auf dem Eis mit Matthias Florian. Raschkowitz und Jonas Schuler am Bulli. Hoppel musste zum Bulli wechseln und die Kapfenberger gewinnen das Face-Off. Warum ist es wichtig, liebe Eishockey-Fans? Ich werde oft gefragt, das Face-Off zu gewinnen. Natürlich ist es leichter, im Puckbesitz ein Tor zu erzielen. Es kostet auch sehr viel Kraft, den Puck nach einem verlorenen Facebook zurückzugewinnen. Kraft, die man benötigt, um Tore zu schießen. Cravagna. Immer noch Cravagna an der Scheibe. Toller Haken. Alban Schuler wirft sich in den Schuss. Sie haben es gehört, vielleicht ein Stadionsprecher im Hintergrund. Die letzte Spielminute hat begonnen. Nach wie vor Spielstand 0:0. Martin Iberer, der Head Coach, hat mir vor dem Spiel, ich habe es schon erwähnt, verraten. Er musste seine Truppe nicht einstellen gegen die Kapfenberger. Sie sind top motiviert, haben den Faschingsdienstag auf dem Eis verbracht. Natürlich tut es weh, wenn man Matthias Iberer und Hannes Erlacher heute aus beruflichen Gründen vorgeben muss. Aber die Grazer sind überzeugt, dass es ein fünftes Spiel in dieser Serie geben wird. Und Tor! Tor für den ATC Graz! 1:0 für die Gäste! Ich glaube, es war die Nummer 81, Manuel Brentner, der plötzlich vor dem Tor in Scheibenbesitz kommt. 9 Sekunden vor Ende des ersten Spieldrittels ist es Manuel Brentner, der auf 1:0 für die Gäste, für den ATC Graz, scoret. Damit 1:0, Zuspielkampf von Nikola Mörtl und dem Kapitän Firmin Riedmann. War es Manuel Brentner, der 9 Sekunden vor Ende des ersten Spieldrittels die Grazer mit 1:0 in Führung bringt. Überraschung hier in der Eishalle in Kapfenberg in der ersten Halbfinalbegegnung zwischen dem klaren Favoriten, den Kängurus aus Kapfenberg und dem ATC Graz. Das verheißt Spannung für die nächsten beiden Spieldrittel. Freue mich, wenn Sie in Kürze wieder dabei sind, wie immer auf SDEHV TV, Powerball Platin TV. Ich melde mich in Kürze, bis gleich.
So, liebe Eishockey-Freunde, wir melden uns zurück aus der Eishalle in Kapfenberg. In der ersten Finalbegegnung zwischen den Kapfenberg Kängurus und dem ATSC Graz. Die Grazer führen übrigens überraschend mit 1:0. 9 Sekunden vor Ende des ersten Spieldrittels war es Manuel Brentner, der alleine vor dem Tor in Puckbesitz bekommt und zum 1:0 für die Gäste scoret. Nach 12 Minuten übrigens eine Schrecksekunde. Schwerer Zusammenstoß zwischen Michael Grüneis und dem Tormann der Grazer, Tobias Sirtek. Ich habe es schon gesagt, Michael Grüneis. Man kann ihm hier keine Absicht nahelegen, nachdem sich Sirtek verletzt hat. So wie ich bis jetzt gehört habe, hat er sich an der Schulter verletzt. Michael Grüneis hat eine 5-Minuten-Strafe plus eine Spieldauerdisziplinarstrafe erhalten. Und jetzt ist es Beuterle! Beuterle, und dann ist es das 1:1 für die Kapfenberger! Beuterle! Zuerst gescheitert am Goalie der Grazer an Florian Zeugswetter, und ich glaube, dann war es Lukas Winkler mit dem Rebound, der genau nach einer Minute im zweiten Spieldrittel zum 1:1 scored. Lukas Winkler gleicht aus zum 1:1. Jetzt 2 Minuten angezeigt. Für einen Kapfenberger Spieler, ich kann jetzt nicht erkennen, wer die 2 Minuten bekommen wird. Ich glaube, es ist die Nummer 14, Thomas Koller. Thomas Koller, 2 Minuten wegen Hakens auf der Strafbank damit. Powerplay für den ATSC Graz. Fünf gegen vier Überzahlspiel. Trost. Ich habe schon gesagt, auch die Grazer in dieser Saison mit einem guten Powerplay-Percentage, 20% aller Powerplays führen zu einem Tor. Das ist ein guter Wert. Lassen die Scheibe gut laufen, Strohmeier an der blauen Linie. Strohmeier zu Mörtel. Vor dem Tor lauert Alban Schuler. Strohmeier ebenfalls vor dem Tor. Und tolle Aktion und Tor! Tor für den ATSC Graz! 2:1 für die Gäste. Matthias Florian plötzlich zur Scheibe gekommen nach einem Schuss, ich glaube, von Alban Schuler.
versenkt er den Rebound und löst Oliver Zierngast keine Chance. Florian Matthias bringt seine Mannschaft mit 2:1 in Führung. Powerplay-Tor der Grazer. Ich habe es angesprochen, die Powerplay-Spiel der Grazer heuer sehr gut. Uli vor dem Tor der Kapfenberger. Spiel ist unterbrochen. Spannendes Spiel heute, erstes Halbfinalspiel zwischen den Kängurus aus Kapfenberg und dem ATC Graz. Zur gleichen Zeit findet ja heute die zweite Halbfinalbegegnung statt in Frohnleiten zwischen den Panthers Frohnleiten und dem Überraschungsteam, den jungen Graz 99ers 2. Im zweiten Drittel steht es, soweit ich informiert bin, 2:1 für die Panthers. Beide Mannschaften wieder komplett. Thomas Koller wieder zurück aus der Strafbank. Ganz klar nach dem Powerplay-Tor der Grazer durfte er wieder zurück auf das Eis. Sehe gerade auf unserer Facebook-Seite, danke Reinhard Holber für deinen Beitrag. Ja, du hast recht, wir sehen hier wirklich ein tolles Match. Zwei Mannschaften, die hier hohes Tempo gehen. Eine Mannschaft, da hat es Graz, sie sich hier nicht verstecken. Jetzt harter Check von der Nummer 21 vom Torschützen zum 1:1 von Lukas Winkler. 5 Minuten gespielt im zweiten Spieldrittel. Nach wie vor die Gäste aus Graz in Führung mit 2:1. Überraschend für viele, aber Matthias, Martin Iberer, der Head Coach der Grazer. Er sagt, es wird aus seiner Sicht eine lange Serie werden. Er rechnet mit einem 5. Spiel. Warum verspreche ich mich immer? Matthias Iberer, sein Bruder, ist ja heute nicht dabei. Er und Hannes Erlacher sind aus beruflichen Gründen nicht dabei heute. Zwei wichtige Stützen, die den Grazern fehlen. Marco Hirschberger, der schnelle Flügel mit der Nummer 21. Grazer sehr aggressiv, bringen die Kapfenberger wie auch hier, sie sehen es immer wieder unter Druck, kommen hier auch in den Scheibenbesitz. Pirmin, Riedmann, Gruber,
Bringt die Scheibe nicht zur Mitte. Thomas Koller lauert in der Mitte. Stefan Derla. Guter Schuss von Trost. Nur knapp am Tor vorbei. Und jetzt eine gute Möglichkeit von Stefan Trost, scheitert an Zeugswetter. Stefan Trost bringt die Scheibe Backhand nicht über den Schoner vom Grazer Goalie. Gute Chance zum Ausgleich für Stefan Trost. Strohmeier. Manuel Brentner. 3 Grazer in der Ecke attackieren die Kapfenberger sehr früh. Spiel ist unterbrochen. Sie sehen es nicht im Bild, Gerhard Buschnick, Head Coach der Kapfenberger, mit dieser Eising-Entscheidung nicht zufrieden. Möchte hier eine Hybrid-Entscheidung haben, das heißt, dass das Eising ausgewunken wird, aber Spiel wird fortgesetzt vor dem Tor von Oliver Zierngast. Pulle-Gewinn von Schuller zur blauen Linie. Mörtel bringt die Scheibe vor das Tor. Bolterle, immer noch Bolterle in Scheibenbesitz. Bolterle heuer ja während der Saison aus Wien gekommen. Letztes Jahr übrigens Meister mit den Vienna Capitals. Erfahrener Spieler, wichtige Stütze für die Kapfenberger. Kravania, Raschkowitz, Stühlinger. Scheibe kommt nicht vor das Tor, Lukas Winkler lauert vor dem Tor. Adrian Stühling an der blauen Linie fordert den Puck, bekommt ihn auch von Kravania. Aber Grazer können sich nicht befreien, Raschkowitz, Schuss geht über das Tor von Zeugswetter. Tolle Szenen hier in der Eishalle in Kapfenberg, schnelles Spiel beider Mannschaften. Adrian Stühlinger, der Mitte lauert Raschkowitz, bekommt die Scheibe auch knapp am Tor vorbei. Kapfenberger erhöhen das Tempo. Spiel unterbrochen. Unerlaubter Weitschuss. Raschkowitz am Facebook für die Kapfenberger. Gewinnt das Pulli zu Stefan Trost und guter Schuss von Stefan Trost. Tolle Aktion. Florian Zeugswetter zur Stelle. Bulli, Raschkowitz bringt die Scheibe auf Stefan Trost. Dreimann, Simon Dreimann, die Grazer bringen die Scheibe aus dem Drittel. Spiel ist unterbrochen.
Pulli für die Grazer, Manuel Brentner, Torschütze zum 0:1 für die Grazer. Strohmeier. Wassermann. Wassermann verliert die Scheibe. Strohmeier kommt gefährlich vor das Tor von Zierngast. Vogelsinger war es, Entschuldigung, die Nummer 97. Vogelsinger mit der Chance auf das 3:1. Hoppel. Trost. Immer noch Trost. Hoppel lauert vor dem Tor. Die Grazer können sich befreien. Mörtel. Kommt die Scheibe tief. Und Polterle, der schnelle Polterle. Schuss am Tor vorbei. 77, Matthias Florian, Torschütze zum 2:1 für den Graz, für den ATC Graz. Guter Kampf der Grazer. Habe ich schon gesagt, sie verstecken sich nicht hinten. Das ist die Taktik von Martin Iberer. Er hat mir vor dem Spiel gesagt, er hat eine neue Taktik heute bereitgestellt. Wir können es natürlich erkennen, sie spielen sehr aggressiv, sie verstecken sich nicht hinten, sie suchen die Stoße vorne vor dem Tor von Oliver Zierngast. Wir können gespannt sein, ob seine Mannschaft heute dieses hohe Tempo über 60 Minuten gehen können. Ich habe es schon erwähnt, einige Spieler heute nicht dabei, Ibra, Matthias und Hannes Erlacher. Aus beruflichen Gründen und natürlich Cory Krenz nach wie vor. Er wird nicht mehr zurückkommen, er hat sich ja die Hand gebrochen. Tolle Aktion jetzt. Und jetzt 2 Minuten, ganz klar angezeigt, 2 Minuten. Dürfte beide Mannschaften treffen. Für die Kapfenberger auf die Strafbank, die Nummer 39, Manuel Gruber. Manuel Gruber. Und Nino Jus für die Grazer. Damit wird das Spiel mit 4 gegen 4 Feldspielern fortgesetzt. Beide Spieler halten je eine 2 Minuten Strafe. Es gibt einen Nino Jus wegen hohen Stock und Manuel Gruber wegen Haltens. Doppelausschluss. Mit viel Platz für beide Mannschaften auf dem Eis. Auch hier Pirmin Riedmann mit einem Vorcheck. Gewinnt hier auch die Scheibe. Puck kommt nicht zur Mitte. Scheibe übrigens verloren von Adrian Stühlinger. Das sind wir auch von Adrian Stühlinger nicht gewohnt. Wirken doch etwas verunsichert, die Kapfenberger. Spielen nicht so frei, wie wir es gewohnt sind. Sind sicherlich überrascht von der Taktik der Grazer, die sich nicht zurückziehen. Noch 1 Minute 17 Sekunden, beide Mannschaften mit 4 Feldspielern auf dem Eis. Manuel Brentner am Pulli.
Strohmeier und Cravagna. Aber die Scheibe geht über die Spielerbank der Kapfenberger und Bulli vor dem Tor von Florian Zeugswetter, der übrigens in der 12. Minute auf das Eis gekommen ist, nachdem sich Tobias Sirtek nach einem Zusammenstoß mit Michael Grüneis verletzt hat. Ich habe es schon erwähnt, Michael Grüneis ist ein fairer Sportsmann. Ich möchte ihm hier nicht nahelegen, dass er Sirtek hier verletzt hat. Aber dennoch hat Michael Grüneis das Eis verlassen. Nach einer 5 Minuten und Spieldauer Disziplinarstrafe. Michael Grüneis ab der 12. Minute nicht mehr dabei. Spiel unterbrochen. Eisige Entscheidung. Spiel wird fortgesetzt vor dem Tor von Florian Zeugswetter. Vogelmeier im Zweikampf mit Raschkowitz, wird unterstützt von Manuel Brentner. Guter Vorcheck von Raschkowitz, gefährlicher Schuss von der rechten Seite. Von der Nummer 2 von Schauerhofer. Ivan Schauerhofer, jetzt Hoppe, guter Drive über die linke Seite vor das Tor von Zeugswetter, aber gut aufgepasst vom Grazer Goalie. Tolle Aktion von Hoppel, dem schnellen Flügelstürmer. Beide Mannschaften wieder komplett auf dem Eis. 5 Feldspieler. Manuel Gruber, Nino Jus wieder zurück von der Strafbank. Thomas Koller, 2 Minuten angezeigt gegen die Nummer 21, Marco Hirschberger. Damit Powerplay für die Kapfenberger. Marco Hirschberger erhält eine 2 Minuten Strafe wegen Hakens. Mit Powerplay für die Kapfenberger. Boltele macht sich bereit am Facebook, am Face-Off, Entschuldigung. An der blauen Linie wartet, lauert Matthias Wassermann und Adrian Stühlinger. Ravagna. Schuss wird abgeblockt von Dreimann mit dem Knieschoner. Grazer können sich über den Kapitän Firmin Riedmann befreien. Nach 1 Minute 20 Sekunden zu spielen im Powerplay. Jonas Schuler und Alban Schuler für die Grazer auf dem Eis. Beide ja mit dem Kapfenberger Eishockey aufgewachsen. Gut gestoppt jetzt von Jonas Schuler. Bringt die Scheibe hinaus. Wertvolle Sekunden, die hier verstreichen. Stefan Drost. Adrian Stühlinger auf Draschkowitz. Hoppel. Stefan Drost vor dem Tor lauert Hoppel und Raschkowitz. Drost. Raschkowitz, tolles Zuspiel auf Stefan Drost. Bin mir nicht sicher, ob er hier die Stange getroffen hat. Tolle Möglichkeit für den Ausgleichstreffer zum 2:2, aber Spielstand bleibt bei 2:1 für die Gäste, für den ATC Graz.
Grazer wieder komplett, noch 4 Minuten zu spielen im zweiten Spieldrittel in der ersten Halbfinalbegegnung zwischen den Kängurus Kapfenberg und den ATC Graz. Spielstand 2:1. Stefan Trost, Jonas Schuler. Viel Aufarbeit von Jonas Schuler heute. Schauerhofer. Ungenauer Pass der Grazer. Jetzt können sie sich befreien. Florian. Pass zur Mitte zu Alban Schuler. Guter Schuss, aber Oliver Zierngast im Tor. Der Kapfenberg vereitelt das 3:1 für die Grazer. Auf der Uhr 2 Minuten 51 Sekunden werden angezeigt. Noch zu spielen im zweiten Spieldrittel und fast gelingt Alban Schuler das 3:1. Raschkowitz, Scheibe tief gespielt zum schnellen Flügelstürmer Hoppel. Und jetzt kann Zeugswetter die Scheibe unter seiner Fanghand begraben. Tolle Aktion der Kapfenberger. Stefan Trost auf dem Eis mit Raschkowitz und Hoppel. Die drei Kapfenberger bekommen heute viel Eiszeit. Grazer können sich befreien. Wieder 2-Mann-Vorcheck, sogar 3-Mann-Vorcheck. Pirmin Riedmann, die Grazer kommen in Scheibenbesitz. Nach einer 3:2 Überlegenheit in der Angriffszone. Der Grazer. Und jetzt aber 2 gegen 0 Aktion. Stefan Trost. Stefan Trost scheitert an Florian Zeugswetter. Erneut die Möglichkeit auf das 3:1 für die Kapfenberger. Diesmal war es wieder Stefan Trost, der am Schlussmann der Grazer scheitert. 2 Minuten vor Ende des zweiten Spieldrittels. Viele Chancen jetzt, die von den Kapfenbergern nicht genützt werden. Polterle. Grazer können sich nicht befreien. Adrian Stühlinger bringt die Scheibe gefährlich vor das Tor und Zeugswetter geht auf Nummer sicher, begrabt die Scheibe unter seiner Fanghand, erzwingt damit ein Bulli in der Verteidigungszone. Der Grazer Spiel etwas Spiel unterbrochen. Zeugswetter richtet sich seinen Schoner. Polterle bereit am Facebook. Für die Grazer ist es Simon Dreimann. 1 Minute 37 werden angezeigt auf der Uhr. Noch zu spielen im zweiten Spieldrittel. Von Julian Stühlinger. Julian Stühlinger jetzt an der blauen Linie zusammen mit seinem Bruder Adrian Stühlinger. Im Angriff der Kapfenberger Polterle, Winkler und Cravagna. Dreimann, Riedmann. Und Hirschberger für die Grazer auf dem Eis im Angriff. Pirmin Riedmann, der Kapitän. Immer noch Pirmin Riedmann. Mittlerweile hat die letzte Spielminute begonnen.
im zweiten Spieldrittel. Spiel ist unterbrochen. Unerlaubter Weitschuss. 32 Sekunden werden noch auf der Uhr angezeigt. Draschkowitz und Brentner machen sich bereit. Brentner gewinnt das Bulli. Grazer können sich befreien. Letzten 20 Sekunden. Grazer mit einem guten Vorcheck. Draschkowitz und Sie hören es im Hintergrund. Die Sirene. Damit endet das zweite Spieldrittel. Der ATC Graz führt hier in der Eishalle in Kapfenberg gegen die Kängurus mit 2:1. Nachdem nach einer Minute Lukas Winkler die Kapfenberger mit 1:1 ausgleicht, war es Matthias Florian, der nach 3 Minuten seine Mannschaft, die Grazer, mit 2:1 in Führung gebracht hat. Liebe eisige Freunde, wir melden uns in Kürze zum sicherlich spannenden dritten Spieldrittel. Bis gleich.
So, liebe Eishockey-Freunde, wir sind zurück. Live aus der Kapfenberger Eishalle. Im ersten Halbfinalspiel zwischen den Kapfenberg Kängurus und dem ATC Graz. Sicherlich überraschend für viele der Spielstand. Die Grazer führen mit 2:1 gegen die Favoriten, gegen die Kapfenberg Kängurus. Nachdem Lukas Winkler die Kapfenberger nach einer Minute im zweiten Spieldrittel mit 1:1 in Führung gebracht hat, war es Matthias Florian mit einem Powerplay-Treffer, der seine Mannschaft mit 2:1 in Führung bringt. Die Taktik von Martin Ivero, dem Headcoach der Grazer, scheint aufzugehen, im Moment zumindest. Die Grazer sehr aggressiv, ziehen sich nicht zurück. Attackieren mit 2, oft sogar mit 3 Mann, die Kapfenberger. Im eigenen Drittel. Im ersten Drittel, liebe Eishockey-Freunde, musste ja Tobias Sirtek, der Goalie der Grazer, das Eis verlassen. Mittlerweile haben wir keine gute Nachricht erhalten. Es dürfte eine Schulterluxation sein mit einem Schlüsselbeinbruch. Wir wünschen natürlich Tobias Sirtek alles Gute. Wir hoffen, dass er bald wieder aus dem Krankenhaus zurück ist. Für ihn im Tor Florian Zeugswetter. Die Panthers Frohnleiten, Spielstand übrigens, spielen heute ja zu Hause in der zweiten Halbfinalbegegnung gegen die Graz 99ers 2, Spielstand 5:2. Nicht mehr lange zu spielen im Frohnleiten. Wir sind am Mittwoch, am 21. Februar übrigens live in Frohnleiten mit dabei. Live auf STEHV TV, Powerplay Platin TV, liebe eisige Freunde. Würde mich freuen, wenn Sie auch am Mittwoch um 19 Uhr live bei uns dabei sind. Natürlich wie immer auf den Facebook-Seiten des Steirischen Eishockey-Verbandes, auf Platin TV und natürlich wie immer live auf YouTube. Stefan Trost, Hoppel. Guter Schuss von Stefan Trost. Bereits 2,5 Minuten gespielt im dritten Spieldrittel. ATC Graz, ich habe schon gesagt, überraschend in Führung mit 2:1. Stefan Trost, tolle Aktion der Kapfenberger. Dreimann, keine Probleme für Oliver Ziengast, der heute nach seiner langen Pause, nach seiner Knieverletzung wieder dabei ist. Ich freue mich, dass es Oliver Ziengast, toller Sportsmann, heute wieder dabei ist. Bereits seit einer Woche wieder auf dem Eis. Hirschberger bringt die Scheibe tief, Dreimann. Kapfenberger sicher sichtlich überrascht von der Aggressivität der Grazer.
Head Coach Martin Iberer. Tor! 2:2. Tolle Aktion. Ich glaube, es war Cravagna, der seinen eigenen Rebound verwertet hat. Die Nummer 26, Christian Cravagna, erzielt den Ausgleich zum 2:2. Knapp 4 Minuten gespielt im dritten Spieldrittel. Gleichen die Kapfenberger aus. Vielleicht haben Sie es gehört, als Torschütze wird bekannt gegeben, die Nummer 89, Bolterle. Cravagna hält den Assist. Ebenfalls einen Assist bekommt die Nummer 22, Matthias Wassermann. Damit neuer Spielstand, 2:2. Noch 15 Minuten zu spielen im dritten Spieldrittel. Lukas Winkler vor dem Tor. Lauert Bolterle, der Torschütze zum 2:2. Erneut Bolterle. Bleibt es bei einem Unentschieden. Folgt eine fünfminütige Sudden Victory. Bleiben diese 5 Minuten auch ohne Tor. Erfolgt ein Penaltyschießen. Es wird auf alle Fälle heute einen Sieger geben. Das Halbfinale wird ja gespielt in einer Best-of-Five-Serie. Die Mannschaft, die als erstes 3 Siege erzielt, steigt auf in das Finale. In der Zwischenzeit steht es in der Partie zwischen den Panthers von Leiten und den Graz 99ers 7:2 kurz vor Ende. Hier in Kapfenberg. Spielstand 2:2. Liebe eisige Freunde, toll, dass Sie dabei sind. Live auf STERV-TV, Power by Platin TV. Wir sehen hier ein spannendes Spiel zwischen zwei Mannschaften, die hier gutes Tempo gehen. Jetzt eine 2-Minuten-Strafe ausgesprochen gegen einen Kapfenberger Spieler, gegen Christian Cravagna.
Christian Cravagna, 2 Minuten wegen Stockschlag, ist auf der Strafbank damit. Powerplay-Möglichkeit, 5 gegen 4 Überzahl für den ATC Graz. Hoppel. Backhandschuss von Hoppel. Kapfenberger können sich befreien. Draschkowitz spielt die Scheibe zurück in das eigene Drittel. 1 Minute bereits gespielt. Und 2 Minuten Strafe angezeigt gegen die Nummer 19. Der Grazer gegen Pirmin Riedmann, der etwas unsanft Koller attackiert hat. Pirmin Riedmann, 2 Minuten wegen unkorrekten Körperangriff. Damit beide Mannschaften mit 4 Feldspielern auf dem Eis. Damit sind beide Mannschaften noch knapp 50 Sekunden mit vier Feldspielern auf dem Eis. Dann haben die Kapfenberger über eine Minute Zeit im Powerplay. Ivan Schauerhofer, Koller. Bolterle. Bolterle, toller Haken von Bolterle. Guter Schuss, aber gute Abwehr von Zeugswetter. Jetzt ist es soweit, Cravagna kommt zurück auf das Eis. Kängurus. Noch knapp 50 Sekunden im Powerplay. Mit der Möglichkeit, zum ersten Mal am heutigen Abend in Führung zu gehen. Trost, Julian Stühlinger, weit am Tor vorbeigeschossen. Kapfenberger bleiben in Scheibenbesitz, Stefan Trost, Draschkowitz, Adrian Stühlinger trifft den Schoner von Matthias Florian. Damit auch Pirmin Riedmann wieder zurück auf dem Eis, beide Mannschaften wieder mit 5 Feldspielern komplett. Zu spielen noch etwas mehr als 10 Minuten im letzten Spieldrittel. Spielstand 2:2 in der ersten Halbfinalbegegnung zwischen den Kapfenberg Kängurus, sicherlich immer den klaren Favoriten, und dem ATC Graz. Dennoch, es tun sich die Kapfenberger heute sichtlich schwer gegen eine sehr aggressiv spielende Grazer Mannschaft. Die Grazer, ich habe es schon erwähnt, die heute top motiviert sind, sich gut vorbereitet haben in dieser Woche.
dem Faschingsdienstag gestrichen haben. Anstatt den Grazer Fasching zu besuchen, waren sie auf dem Eis. Auch die Kapfenberger haben sich natürlich gut vorbereitet. Am Donnerstag spielten sie ja noch gegen den HDD Jesenice, gegen den Drittplatzierten der AHL, der Alps Hockey League, zu Hause hier in Kapfenberg. Verloren das Spiel nur knapp 4:7. Vielleicht steckt in dieses Spiel auch noch etwas in den Beinen. Sie gingen ein hohes Tempo. Julian Stühlinger. Und Tor! Raschkowitz erhöht auf 3:2. Die Kapfenberger gehen erstmals am heutigen Abend in Führung. Lukas Raschkowitz erzielt das 3:2. Damit neuer Spielstand. 9 Minuten 20 Sekunden noch zu spielen. 3:2. Assist bekommen die beiden Stühlinger Brüder, Adrian und Julian. Dann war es Lukas Draschkowitz, der auf 3:2 scored. Damit die Kapfenberger erstmals am heutigen Abend in Führung, gelingt es den Grazern auszugleichen. Wie viel Kraft hat dieses Spiel gekostet? Das wird die große Frage sein. Nach 9 Minuten haben die Grazer Zeit auszugleichen. Marco Hirschberger bringt die Scheibe tief, Zierngast. Holterle. Von Alban Schuler. Spiel ist unterbrochen. Sieben Minuten 54 Sekunden werden auf der Uhr angezeigt. Noch zu spielen im dritten und letzten Spieldrittel. Kängurus Kapfenberg mit 3:2 in Führung. Stefan Trost, guter Schuss von Stefan Trost, aber sichere Abwehr mit der Fanghand von Florian Zeugswetter. Tolle Partie, die uns beide Mannschaften heute zeigen, hohes Tempo gehen. Kapfenberg sichtlich überrascht von der Aggressivität, vom Vorchecking der Grazer. Wie geht es weiter, liebe Eishockey-Freunde? Am Dienstag spielen die Kapfenberger erneut zu Hause
Dann am Samstag, 24. Februar, das erste Spiel in der Merkur Eisarena. Sollte ein viertes Spiel notwendig sein, erfolgt das ebenfalls am Dienstag, am 27. Februar in Graz. Und sollte ein fünftes Spiel notwendig sein, dann am 3. März, am Samstag, 3. März in Kapfenberg. Unser nächstes Spiel, das wir live übertragen, folgt am Mittwoch aus Fronleiten. 19 Uhr live auf STEHV-TV, powered by Platin TV, natürlich wie immer live auf YouTube, auf den Facebook-Seiten des Steirischen Eishockey-Verbandes und auf der Facebook-Seite von Platin TV. Tolle Aktion jetzt von Adrian Stühlinger. Noch 6,5 Minuten zu spielen im dritten Spieldrittel. Nach wie vor Spielstand 3:2 für die Heimmannschaft. Die Mannschaft in den weißen Dressen, die Kängurus Kapfenberg. Patrick Bolterle war es, der nach 4 Minuten im dritten Spieldrittel seine Mannschaft Ausgleich zum 2:2, und dann war es Lukas Draschkowitz, der zum 3:2 erhöht für die Kapfenberger. Schauerhofer bringt die Scheibe tief, schießt direkt auf Zeugswetter. Spiel ist unterbrochen. Spiel wird fortgesetzt mit einem Face-Off vor dem Grazer Goalie. Bolterle am Pulli. Kravania im Zweikampf mit Manuel Brentner. Gute Aktion von Christian Kravania. Toller Pass zur Mitte zu Bolterle. Der trifft die Scheibe nicht voll und schießt am Tor vorbei. Bolterle erzielte ja den Ausgleich zum 2:2. Bolterle, der während der Saison von den Vienna Capitals zu den Kapfenberger gekommen ist, letztes Jahr übrigens Meister mit den Wienern. Wichtige Stütze für die Kapfenberger. Schuler, Hirschberger, Stefan Trost. Die Scheibe zu Hoppel. Mann mit der Nummer 25. Toll gespielt auf Stefan Trost. Der 77. Matthias Florian. Torschütze zum 3:1. Und 2 Minuten angezeigt gegen einen Grazer Spieler. Stefan Trost. Kapfenberger immer noch im Scheibenbesitz. Mittlerweile hat Zirngast das Tor verlassen. Kapfenberger mit 6 Mann auf dem Eis. Immer noch die Kapfenberger und Tor!
4:2 für die Kapfenberger. Ich glaube, es war Hoppel, der nach einem Schuss von Adrian Stühlinger von der blauen Linie den Rebound verwandelt. Und auf 4:2 erhöht, 3 Minuten 43 Sekunden vor Ende des dritten Spieldrittels. Stefan Trost war es, der den Rebound verwandelt hat. Der Mann mit der Nummer 17, Stefan Trost, erhöht auf 4:2 für die Kapfenberger. 3 Minuten 43 Sekunden vor Ende des dritten Spieldrittels. Nach einem Schuss von der blauen Linie von Adrian Stühlinger war Christian Krawanje noch an der Scheibe und dann war es Stefan Trost, der unhaltbar auf das 4:2 erhöht für die Kapfenberger. Mittlerweile 2 Minuten angezeigt. Die Nummer 81 kommt auf die Strafbank, die Nummer 81 der Grazer Manuel Brentner. Damit 2 Minuten Powerplay für die Kapfenberger zu spielen, noch 2 Minuten 32. Es gibt eine Strafe in der Landesebene 81. Manuel, 2 Minuten wegen Haltens. Manuel Brentner, 2 Minuten wegen Haltens auf der Strafbank. Hoppel, Florian Hoppel, Stefan Trost. Schuss am Tor vorbei von Adrian Stühlinger. Ist unterbrochen, nach 1 Minute 43 Sekunden auf der Uhr. Nach wie vor Powerplay für die Kapfenberger. Glaube nicht. Obwohl 1 Minute 43 noch viel Zeit ist im Eishockey, dass es den Grazern heute noch gelingen wird, hier auszugleichen. Die Grazer mit einer tollen Partie heute. Gingen mit 1:0 in Führung durch Manuel Brentner. Dann das 1:1 von Lukas Winkler, dann Matthias Florian. Mit dem 2:1 für die Grazer, dann war es Patrick Boltlerle, der den Ausgleich erzielt zum 2:2. Lukas Draschkowitz erhöht auf 3:2. Dann 3 Minuten 43 vor Ende des dritten Spieldrittels. Ist es Stefan Trost, der zum Entscheidenden 4:2 erhöht hat. Jetzt vergehen viele Sekunden. Powerplay, immer noch Powerplay für die Kapfenberger. 2 Minuten Strafe angezeigt. Klare Strafe, hier gibt es nichts zu rütteln. 2 Minuten gegen einen Kapfenberger Spieler. Wegen Stockschlags oder Beinstellen, egal welche Strafe. Man könnte sicher beide Strafen hier aussprechen.
Auf die Strafbank kommt der Mann mit der Nummer 26, Christian Cravagna. Zwischenzeit eine Unterbrechung, Timeout genommen, ich glaube von Martin Iberer. In der Zwischenzeit ist das Spiel zu Ende. In Frohnleiten. Die Panthers Frohnleiten gewinnen das erste Halbfinalspiel gegen die Graz 99ers 2 mit 7:2. Sie wissen es, ich habe es schon gesagt, wir melden uns ja am Mittwoch live aus Frohnleiten. Übertragen die Partie. Und das Tor mittlerweile leer, Sie haben es gesehen. Florian Hoppel verfehlt das leere Tor. Noch 40 Sekunden auf der Uhr. Adrian Stühlinger erzielt das 5:2. 30 Sekunden vor Ende der Partie ist es Adrian Stühlinger, der aus der eigenen Zone mit einem weiten Schuss auf 5:2 erhöht. Damit ist die Partie entschieden. 3 Tore Vorsprung für die Kapfenberger. Adrian Stühlinger mit einem Weitschuss in das leere Tor. Vielleicht haben Sie es gehört, der Stadionsprecher verkündet Julian Stühlinger. Natürlich ist es Adrian Stühlinger, der Mann mit der Nummer 16, Bruder von Julian Stühlinger. Liebe eisige Freunde, 3, 2, 1, Spiel ist zu Ende, die Kapfenberger gewinnen mit 5:2 die erste Halbfinalbegegnung zwischen den Kapfenberg Kängurus und dem ATC Graz. Wir sahen eine tolle Partie, eine schnelle Partie. Die Grazer mit 1:0 in Führung. Dann der Ausgleich 1:1. Dann war es Matthias Florian, der die Grazer erneut in Führung gebracht hat mit 2:1. Dann Polterle zum 2:1. Lukas Draczkowicz 3:2. Stefan Drost erhöht auf 4:2. Und dann Adrian Stühlinger mit einem Weitschuss in das leere Tor, erzielt das 5:2. Wir sahen eine tolle, spannende Partie. Eine aggressive Grazer Mannschaft. Die Kapfenberger waren sicherlich überrascht. Am Ende waren es vielleicht die Kräfte der Grazer oder war es die Routine der Kapfenberger, die ausschlaggebend waren. Egal, wir freuen uns auf die nächste Partie. Wir melden uns ja live auf STEHV-TV, Powerplay Platin TV am Mittwoch aus Frohnleiten. Die Panthers gewannen ja heute ihr erstes Halbfinalspiel gegen die Graz 99ers mit 7:2. Liebe Eisige-Fans, mein Name ist Dano Meyer. Danke, dass Sie heute live dabei waren bei dieser spannenden Partie. Bis zum nächsten Mal.
lachender Tormann. Oliver, zuerst einmal toll, dass du wieder zurück bist nach deiner langen Verletzungspause. Wie geht es dir wieder auf dem Eis? Ja, liebe Eishockey-Freunde, ich bin sehr glücklich, dass ich wieder zurück bin am Eis. War ein relativ mühsamer Weg, war ein harter Weg, aber die Arbeit hat sich auf alle Fälle belohnt gemacht. Tolle Partie heute von dir. Etwas überraschend, die Grazer heute mit 1-0 in Führung, 2-1 in Führung. Sie waren sehr aggressiv heute. Ja, sie waren aggressiv, aber eigentlich genauso, wie wir es uns erwartet haben. Wir haben genau das in die Richtung trainiert, dass wir das unterbinden können, aber ist uns eineinhalb Drittel nicht gut gelungen. Wir haben es ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, aber dann ist Gott sei Dank wieder bergauf gegangen. Dann war es Lukas Draschkowitz mit dem 3-2, mit dem Game-Winning-Goal. Und jetzt, ihr seid natürlich nach wie vor klarer Favorit, aber jetzt kommt dann die zweite Partie. Ja, klarer Favorit würde ich in dem Sinn so gar nicht sagen, weil du weißt selber, im Playoff gelten andere Gesetze. Also ich sag, da startet jedes Match bei 0-0 und schauen wir, wie es weitergeht. Wie es weitergeht, wenn ich dich so anschaue, du kennst die Regel im Playoff, wer rasiert, der verliert. Du heute auch mit Bartwuchs? Ja, ich versuch's, also so gut das geht. Mehr ist leider noch nicht möglich, aber machen wir schon. Oliver, danke, dass du gekommen bist. Wir freuen uns auf die nächste Partie und toll, dass du wieder fit bist. Danke. Danke. Sehr nice. Michi, die Frage bleibt nicht aus. Nach 8 Minuten Zusammenstoß mit Ziertek, dem Grazer Goalie. Wir haben gehört, er hat sich verletzt, Schlüsselbeinbruch, soweit wir gehört haben, Schulterluxation. Wie hast du die Situation empfunden? Ja, für mich war das einfach ein Unterzahlspiel. Habe die Scheibe geblockt, bin der Scheibe nachgegangen und Tobias ist mir entgegengekommen bis zur blauen Linie und bin einfach absolut nur auf die Scheiben gegangen. Eher unglücklicher Zusammenstoß und das tut mir vollkommen leid finden, dass er so eine Verletzung hat. Also keine Ahnung, ich habe nichts gehört davon, aber auf jeden Fall gute Besserung an Tobias, ja. Wir kennen dich ja als fairer Sportsmann, das habe ich auch immer wieder während dem Spiel gesagt. Und du hast gesagt, du bist mit ihm sogar in die Schule gegangen. Ja genau, ich bin eben 5 Jahre mit Tobias in die Schule gegangen, in Klagenfurt in den Sportpark. Also absolut keine Racheaktion oder sonst irgendwas gewesen, es war absolut zufällig, würde ich sagen, ja. Keine Streitereien noch aus der Schule? Nein, ich meine, sie hat es Zankereien gegeben, aber also am Spielfeld hat es nichts verloren. Na, war natürlich ein Spaß, bitte entschuldige die Bemerkung. Aber dann zuzusehen war sicher nicht einfach, eine Partie, die spannender nicht sein konnte bis zum Ende, bis Lukas Draschkowitz das entscheidende 3-2 geschossen hat. Ja genau, danach, wie ich also ausgeschieden bin aus dem Spiel, sind die Linien ein bisschen umgestellt worden. Die Mannschaft hat sich relativ schwer getan, einzufinden, aber Gott sei Dank haben sie es gewendet und ja, gewonnen, das zählt und am Dienstag geht es weiter. Oliver Zierngast wollte nichts von der klaren Favoritenrolle hören für die nächsten Partien. Übrigens, der Headcoach Martin Iberer vom ATC Graz, er rechnet mit einem 5. Spiel in dieser Halbfinalserie. Ja, ich meine, Hausfavorit würde ich jetzt nicht sagen. Sie geben genauso Gas. Im Playoff, wie wir wissen, zählen andere Gesetze, aber Spiel 5, glaube ich, oder hoffe ich, dass es nicht wird. Ja. Michi, danke, dass du noch gekommen bist. Ich wünsche noch eine tolle Serie, tolle Saison. Wir sehen uns ja hoffentlich in den nächsten Spielen wieder. Dankeschön. Ciao, Papa.
Florian Zeugswetter, Florian, tolle Partie heute für dich. Du bist ja in der 8. Minute aufs Eis gekommen, nachdem dass sich Ziertek heute verletzt hat. Unglücklicher Zusammenstoß irgendwie mit Grüneis. Aber spannende Partie heute. 1-0 in Führung, dann 2-1 in Führung. Ja, spannende Partie war es auf jeden Fall. Wie seid ihr es angegangen? Ihr wart sehr aggressiv, zwei Mann, sogar auf drei Mann, Vorcheck, war das die Taktik heute? Ja, wir wollten die Kapfenberger einfach fordern und das ist uns, glaube ich, gelungen. Also zumindest 50 Minuten von der Partie und dann ist uns ein bisschen entglitten. Ich habe leider einen blöden Fehler gemacht und so ist die Partie dann zugunsten von den Kapfenberger ausgegangen. Egal, blöder Fehler, macht nichts, trotzdem tolle Partie. Euer Trainer Martin Ibra, sehr selbstbewusst, rechnet mit einem 5. Spiel in dieser Serie? Ich hoffe es. Also wir wollen die Kapfenberger so gut fordern, wie es geht und schauen einfach beim nächsten Spiel am Mittwoch, nach Dienstag, schauen wir dann, was dabei rauskommt. Dann drücke ich euch die Daumen für die nächste Partie. Danke, Florian, dass du noch schnell gekommen bist. Danke, das können wir brauchen. Okay, danke schön. Danke schön. Tschüss, servus. Tschüss. Florian, der Torschütze zum 2:1, für viele überraschend, zweimal in Führung gegangen, 1-0, dann dein Tor zum 2:1. Ja, uns hat das gar nicht so überrascht, wir haben uns da schon vorgenommen gehabt, dass wir die Kapfenberger fordern wollen. Ist halt bitter, dass wir das nicht über 60 Minuten rübergebracht haben, aber vielleicht geht es am Dienstag besser und länger. Vielleicht am Dienstag besser und länger, trotzdem tolle Partie. Erst Lukas Draschkowitz mit dem 3:2 hat euch etwas geschockt, dann seid ihr nicht mehr zurückgekommen. Waren es die Kräfte? Ja, sicher. Also man wird halt einfach müde nach so einer intensiven Partie. Wir haben es probiert, aggressiv zu spielen. Und ja, es war dann bitter, dass die Kapfenberger dann halt ein bisschen mit Glück da zum Ausgleich und zum Führungstreffer gekommen sind. Und dann, wenn man dann halt schon müde ist, ist es halt schwer, dann nachher einen Rückstand wieder aufzuholen gegen so starke Mannschaft, die Kapfenberg. Matthias, heute Playoff-Part von dir. Wer rasiert, der verliert im Playoff, wie man das so sagt, oder wie schaut es bei dir aus? Ja, also dann hätten wir die letzten, was sind 4 oder 5 Jahre nicht verlieren dürfen. Ich arbeite da schon relativ lang dran. Also das ganze Jahr Bartträger? Ja, irgendwo ist immer Playoff. Dankeschön, dass du noch schnell gekommen bist. Gell? Drück euch die Daumen für die nächsten Partien und gratuliere zu deinem Tor zum 2:1 noch einmal. Bis zum nächsten Mal, Matthias. Dankeschön. Ja, danke. Yeah.